Einen schönen guten Abend draußen auf Instagram. Mein Name ist Boris Eldachsen. Ich mache die digitalen Formate hier für die DFA. Und heute Abend sprechen Alexander Hagmann und ich wieder mit einem Gast. Und dazu lade ich jetzt erst einmal den Alexander ein. Das ist jetzt noch etwas dauernder. Alexander, kannst du noch mal eine Anfrage stellen? So, jetzt geht's. Jetzt habe ich den Alexander eingeladen. Und dann lade ich den Gast ein. Hallo. Hallo Alex. Guten Tag. Das ist aber So, seltsam abgeschnitten. ich habe unseren Gast auch eingeladen. Ich habe gemerkt, seitdem ich heute ein Update von Instagram gemacht habe, ist die Navigation etwas anders. Deswegen habe ich etwas länger gebraucht, um euch alle einzuladen. Einen herzlichen guten Abend an die Leute da draußen, an Alexander Hartmann von den Motiven und an unseren Gast heute Abend, Susanne Breidenbach von der Galerie M in Bochum. Susanne, bevor wir anfangen, fasse ich mal zusammen, was ich so an Informationen gefunden habe über deine Geschichte und deine Tätigkeiten und dann können wir vielleicht da rein einsteigen. Du bist die Eigentümerin der Galerie M in Bochum. Die Galerie M hat schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Seit 1969 von Alexander von Bärswort gegründet, für neue konkrete Kunst, Film, Foto und neue Medien. Du bist selber dabei seit 1985. Ich habe auch herausgefunden, dass du 2000 eine Galerie M Fotografie gegründet hattest, die heute ein Teil von der Galerie M ist, also quasi aufgegangen ist. Und dass du seit 2003 dann die Eignerin der Galerie bist. Du hast zurzeit drei Mitarbeiterinnen und zeigst Fotografie, Malerei, Zeichnung, Skulptur, Raum- und Videoinstallationen, bist regelmäßig auf der Art Düsseldorf und der Paris Photo. Und auf deiner Webpage finden sich 26 Künstler, also fast ein Drittel davon arbeitet mit Fotografie. Und dann gibt es noch einen Bereich Classic. Da finden sich dann so große Namen der Kunstgeschichte wieder, wie Richard Serra, Gotthard Graupner und Arnulf Rainer. Und vielleicht fangen wir diesen Talk damit an, wie du da überhaupt bei der Galerie M angefangen hast und wie sich das für dich entwickelt hat, wie du dann dazu kamst, die Galerie M Fotografie zu gründen. Und dann kommen schon die nächsten Fragen, bin ich ganz sicher. Okay. Also, wie ich die Galerie M kennengelernt habe, als Studierende habe ich einen Fotografen begleitet, immer wieder mal, bei dem ich mal als Schülerin ein Praktikum gemacht hatte. Und einer dieser Termine führte in die Galerie M, die ich bis dahin nicht kannte. Und ich war irgendwas so von 22, 23 Jahre alt. Das war 84. Zu der Zeit gab es natürlich auch Museen, aber in keiner Weise eine Museums- und Galerienlandschaft, die heute kennen. Und natürlich kannte auch ich Museen. Aber einen Ort zu finden und zu sehen, der als private Galerie so aufgestellt war, wie die Galerie M das damals war und ja auch heute noch ist, war einfach unglaublich aufregend. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass diese diese Galerie, die ja keine öffentliche Institution war, sozusagen nichts anders machen würde als Kunst zeigen. Das fand ich wirklich, ja, hat mich etwas fassungslos gemacht, ne? Dieses Konzept, dieses konsequente Konzept des galeristischen Tuns war für mich schon wirklich sehr faszinierend. Ich habe dann die Gelegenheit gehabt, in diesem damals ja winzig kleinen Betrieb, das war der Alexander von Bärswort, der Gründer,
der eine 24-Stunden-Kraft hatte, die noch studierte, und ein Techniker. Wir haben zu meinen drei Mitarbeiterinnen habe ich ja auch noch weiteres Personal, ne? Also damit hat er eben mit diesem sehr kleinen Team hat er unglaublich schlagkräftig viele Projekte realisiert. Also alles, was ihr an Richard Serra Skulpturen in Deutschland seht. Ich weiß, dass der Ingo zusieht, und der schaut ja jeden Tag auf eine Skulptur von Richard Serra, die ja über die Galerie M dort nach Hamburg hingekommen ist. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Das war schon sehr faszinierend. Und das bot natürlich auch tolle Möglichkeiten. Ich habe als junge Studierende, nicht, dass ich, nachdem ich einmal den Fuß in die Galerie getan habe, nochmal zurück in die Uni gegangen wäre. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe da eben auch sehr davon profitiert, dass wir sozusagen ein Büro hatten und alles dort stattfand, was sozusagen an Aktivitäten, Verwaltung, Organisation, Kommunikation, Gäste, Kunstwerke, das ging alles eben sozusagen in diesen Räumlichkeiten vonstatten. Und das bedeutete natürlich, dass ich eben an allem ganz unmittelbar partizipieren konnte, das mitbekommen konnte und sehr viele spannende Prozesse begleiten konnte. Nicht, dass ich da wirklich zu dem Zeitpunkt großartig viel zu beigetragen hätte, aber das war schon sehr intensiv. Das war schon wirklich faszinierend. Bevor ich erstmal einen schönen guten Abend zusammen, ich habe nämlich direkt so eine Frage zu dem Start von Alexander von Berswold. Mhm. Aber wir haben gerade eben die Nachricht bekommen hier, dass da irgendein Hall drin ist. Susanne, könntest du versuchen, einmal bei dir den Ton ein ganz klein bisschen leiser zu machen? Oder hörst du uns dann nicht mehr? Vielleicht hat sich der Hall auch schon gegeben. Also oft ist es so, dass wir den Hall ja haben, Alex, weil wir unser Headset zu laut haben. Vielleicht kann man eine Rückmeldung bekommen von den Zuschauern. Hall, ist der Hall noch da oder ist der Hall weg? Wird es jetzt besser? Wahrscheinlich. Wir gucken mal, was passiert. Weil ich habe, ne, Boris hat das ja eben gerade alles vorgelesen. Und wir reden vom Jahr 1969, und eine Galerie zu gründen, in der das Wort Foto vorkommt, ist, glaube ich, für das Jahr 1969 schon außergewöhnlich, ist vielleicht zu groß, aber das ist schon sehr weit vorgegriffen. Also, dass Fotografie in den Galerien ankam, passiert doch erst später. Was ist denn da? Was war denn da damals die Idee hinter? So also, früh. Alexander von Berswold hat als Studierender die Dokumente mitbekommen und war in Bochum dort auch Gasthörer von Max Imdall. Und das hatte, glaube ich, auch, das kann man in unserem Galerieprogramm auch sehen, wirklich Konsequenzen. Ne? So, Alexander von Berswold hat ja in Bochum dann später die Galerie M gebaut und hat die ersten Räumlichkeiten in der Innenstadt gehabt. Das waren kleine Ladenlokale. Und hat im Prinzip sehr früh verstanden, dass wenn er einen guten Grund schaffen will für die damals ja viel in der Anzahl viel weniger kunstinteressierten Kunstsammler, das war ja eine viel kleinere Szene, für die einen guten Grund schaffen wollte, nach Bochum zu kommen, dass er sehr spezifisch sein musste. Dass er also etwas zeigen und für etwas stehen musste mit seinem galeristischen Tun, was ihn vor allen anderen auszeichnete. Und wir haben damals natürlich durchaus die Kunstbewegungen gehabt, die sich mit Filmen beschäftigt haben. Gary Schumm, ich weiß nicht, ab wann der gearbeitet hat, aber da gab es Kooperationen. Er hat mit Herbert Molderings zu tun gehabt, darüber auch ein besonderer Bezug zum Beispiel zu Florence Henri, deren Originale erstmalig in der Galerie gezeigt wurden, ein Jahr nachdem die Wildes, das war 75, wir sind jetzt schon etwas weiter, nachdem die Wildes sozusagen eine Ausstellung mit Florence Henri eingerichtet haben, für die sie die Prints aber neu angefertigt hatten. Also es war relativ früh ein Bewusstsein dafür, wo die neuen Tendenzen der Kunst auch liegen. Also das hat er relativ früh schon klar gesehen. Man kann aber das nicht wirklich gespiegelt finden im Programm. Es gibt Ausstellungen zur Fotografie, aber so richtig los ging das eigentlich mit der Fotografie erst in den 90er Jahren. Mhm. Also wie überall dann. Aber es ist mir nur aufgefallen, dass... Nein, weil... Ja, er hat Kertész zum Beispiel nach Deutschland geholt. Die erste Kertész-Ausstellung, ich glaube, das war 77,
fand in Leverkusen aus dem Bestand statt, die eigentlich von Kertész in New York übernommen für eine Galerieausstellung gemeint war. Und dann hat sich der damalige Direktor das sozusagen gekrallt. Da Alexander von Berswart das immer sehr wichtig fand, öffentliche Institutionen sind für ihn eben die Leistungsträger, die uns diese Kulturgüter ja in die Zukunft tragen, hat er diese Kertész-Fotografien dann in das Museum geliehen. So dadurch, dass Emmanuel Suger ist ein anderes Beispiel. Bernard Descamps wurde in der Galerie zusammen mit Florence Henri gezeigt. Also es gab einige Aktivitäten. Es gibt auch einen kleinen Bestand an Filmen. Richard Serra Steelmill wurde ja mit der Galerie produziert. Also die Filme von Richard Serra spielten eine Rolle. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass es ein explizites Fotoprogramm gewesen sei. Das kam tatsächlich in den 90er Jahren. Kannst du für uns dann diese Entwicklung zusammenfassen? Welchen Stellenwert die Fotografie dann auf dem Kunstmarkt bekam in den 90ern und was sich seitdem, wie es danach weiterging? Also die Galerie selber, wir haben 1992 die Ballad of Sexual Dependency von Nan Goldin zum ersten Mal in Deutschland als eine Ausstellung gezeigt. Also als Performance war sie vorher schon in Deutschland zu sehen, in Wuppertal zum Beispiel und auch in vielen anderen Orten. Aber als Ausstellung über mehrere Wochen war sie erstmalig in der Galerie zu sehen. Und das ist sehr intensiv wahrgenommen worden und war begleitet von Fotografien aus der Ballad of Sexual Dependency und von dem Cookie Müller Portfolio. War also begleitet von Fotografie auch. Es folgte dann eine Ausstellung mit Dirk Reinertz, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, was zuerst war. Dirk Reinertz ist ja der Fotograf von Richard Serra, das Auge, das fotografische Auge von Richard Serra gewesen. Ja, bitte. Also, nee, ich wollte gar nicht unterbrechen, ich wollte nur anschließend eine Frage stellen. Okay, ich merke es mir. dadurch hatten wir sehr viel mit Dirk Reinertz zu tun, der ja damals schon bei Steidl publizierte und neben seiner journalistischen Arbeit für die großen Magazine, aber auch viele Porträts für Art zum Beispiel, für die Zeit hat er gearbeitet, ursprünglich ja auch intensiv für den Stern. Der hat eben das kulturelle Werk von Richard Serra ja fast im Alleindurchgang fotografiert. Und aus diesen Kontakten zu diesem sehr, sehr sympathischen Dirk Reinertz entstand relativ schnell die Frage, was er denn sonst noch machen würde. War ja klar, dass er eben auch noch an eigenen Autorenprojekten arbeitete. Und er stellte uns dann eben Totenstill vor. Das war kurz bevor es publiziert war, was wir dann zu Weihnachten 1992 bis zum 27. Januar 1993 gezeigt haben. Das war eine relativ kurze Zeit von 4 Wochen. Und in der Zeit haben wir inklusive der Schulferien, ich glaube, über 600 Schüler in der Galerie gehabt, die wir ganz gezielt, vorher haben wir ganz gezielt alle Schulen im Umfeld rausgefiltert und eingeladen. Also wir sprechen von einer vordigitalen Zeit, das war echte Arbeit. Es folgte Boris Savelev, ich glaube um 94, 95, der in Czernowitz lebt und jetzt auch dort ist. Wir haben Kontakt, also er äußert sich nicht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Dessen Werk wir zum ersten Mal in Deutschland zeigten. Wir haben das auch mit ihm in Deutschland produziert. Der Boris hat auch in Moskau gearbeitet, war auch in Europa unterwegs, aber hat eben viele Jahre in seinem Leben Fotos machen können, die Kodachrom-Filme Reisenden mitgegeben. Die haben die dann nach Stuttgart geschickt und von dort aus kamen sie auf versponnenen Wegen wieder zurück nach Moskau. Das heißt also, der war in einem noch extremeren Maße präzise mit seinem Fotomaterial, ne? weil das auf der Qualitätsebene, wo er technisch unterwegs war, ja kaum zu schaffen war. Wir haben dann auch die Ausstellung mit Lucinda Devlin 1998 gemacht, was ja wirklich sehr, sehr prägnant auch war. Die Omega Suites haben wir gezeigt, die jetzt für mich auch wieder eine große Relevanz bekommen haben durch die Hinrichtungen in Saudi-Arabien durch,
durch den Wunsch nach Todesstrafe in Russland. Also, ja. Okay, ich probiere jetzt mal zurück. Ja, ja, okay. Ihr wolltet was zum Kunstmarkt wissen, ne? Ja, ja, aber, über Umwege, ja. Ich würde aber bei Richard Serra einsteigen. Okay. Mach mal Alex, aber dann hake ich nach. Okay, das hat aber gar nichts mit Richard Serra direkt zu tun, sondern ist nur ein gutes Stichwort, weil ich mir, als ich mir so das Galerieprogramm angeschaut habe vorher, ist mir natürlich der Name Richard Serra sofort mich angesprungen. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, was gibt's denn da? Weil Richard Serra ist ja nun mal kein Künstler, der Fotografien oder so macht. Er ist halt ein Bildhauer. Also sind wir da an so einem Punkt, wo gar nicht, also wo für mein Verständnis gar nicht die Arbeit von Richard Serra direkt verkauft wird, sondern eben von dem Fotografen, der die Arbeiten von Richard Serra dokumentiert. Also dieses, so ein Grundproblem, was alle Bildhauer oder Land, also in der Landart noch viel mehr Künstler haben, die ihr Werk ja irgendwie anders vermitteln müssen. Und mir ist direkt nur eingefallen, okay, wie verkauft man denn eine Arbeit von Richard Serra, wenn es eigentlich nur ein Foto von der Arbeit ist? Also es sind schon deutlich zwei Dinge. Man verkauft Arbeiten von Richard Serra durchaus als Skulptur. Also damals in Deutschland empfinden wir es als einen großen Luxus, dass wir mit unseren Galerieräumen einen Ort anbieten, wo man sich total intensiv mit Kunst auseinandersetzen kann. Ne? Man kann Zeit mitbringen, wir widmen unseren Gästen auch Zeit. Man kann dort einfach in Kunst eintauchen und seine Interessen vertiefen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, der einem heute ja umso kostbarer ist auch. Mhm. Richard Serra hat ja sehr viele Skulpturen als Auftragsprojekte realisiert. Richard Serras Studio ist in weiten Teilen eben sozusagen der Ort gewesen, für den er Skulpturen geschaffen hat. Sei es für Ausstellungsprojekte oder aber auch für Ankäufe, ne? So die auch beauftragt wurden. Und das sind ja ganz lange Prozesse, die ja über Jahre gingen. Die Produktion von Stahlskulpturen ist nicht immer ganz einfach und so. Ne? Das sind Dinge, da kauft man nicht ein Foto. Man kann aber ein Foto von Richard Serra auch kaufen. Das ist tatsächlich. Genau, das hatte ich gesehen. Darüber kam der Gedanke, dass man natürlich Arbeiten von Richard Serra auch direkt kaufen kann, ist schon klar. Mir ging es eher darum, dass man auch Bilder von Arbeiten von Richard Serra kaufen kann. Dieser Umweg, den fand ich ganz interessant. Boris, du hast den Finger gehoben. Ja, ich meine, man kann auch von Videoarbeiten Standbilder kaufen. Ne? Das ist jetzt ein anderes Absolut. Feld. Aber ich versuche nochmal den Bogen zurückzumachen, weil wir haben jetzt hier, unsere Zuschauer kommen jetzt ja von der Fotografie und ich möchte von Richard Serra wieder zurück auf die Fotografie und mein ursprünglicher Ansatz, Susanne, war, vielleicht kannst du in ein paar Sätzen so die Entwicklung der Fotografie auf dem Kunstmarkt zusammenfassen. Jetzt hast du angefangen, schon die ganzen interessanten Positionen aufzuzählen, die ihr in den 90ern gezeigt habt. Und ich denke, wenn wir das alles durchgehen, dann reicht uns die Zeit nicht. Insofern würde ich auf die Webpage verweisen, durch die man sich wirklich sehr lange von einer Position in die andere klicken kann und wo ja auch sehr viel Hintergrundinformation auch noch zu finden ist. Also um deine Frage in Short zu beantworten, keiner dieser Arbeiten, die ich gerade gezeigt habe, war es in die Wiege gelegt, ein Verkaufserfolg zu werden. Mhm. Nan Goldin ist heute, diese Version von der Ballad of Sexual Dependency ist heute im Besitz der Kunsthalle Hamburg. Die Omega Suites sind heute im Besitz der Kunststiftung DZ Bank. Die Arbeiten von Dirk Reinertz werden von vielen Menschen gesammelt. Und da gibt es unterschiedliche Aspekte im Werk von Dirk Reinertz. Also er hat ja wirklich sehr viele Aspekte. Auch die Arbeiten, also sein fotografisches Werk zu Richard Serra wird gesammelt. Das sind aber alles, auch Totenstill wird gesammelt, befindet sich auch nicht als gesamte Serie, wirklich in einem Museum, wobei das kann, da muss ich nochmal nachgucken, es kann doch durchaus sein. Also all diese Arbeiten werden gesammelt und insofern ist es schon interessant, sich diese unterschiedlichen Aspekte auch anzugucken, die in diesen Positionen geborgen liegen. Denn
keine dieser Arbeiten habe ich gleich von Anbeginn zack verkauft. Das war ein anderer Prozess. Insofern unterscheiden wir uns vielleicht auch nochmal von einem normalen Kunstmarkt oder fotografischen Markt. Wir sind als Galerie ja sozusagen mit einem sehr heterogenen fotografischen Programm ausgestattet. Also wir haben wirklich sehr unterschiedliche Positionen. Ich habe mich ja 2003 auch bewusst dafür entschieden, nicht die M-Fotografie alleine weiterzumachen, sondern im Kontext mit der Kunst zu arbeiten. Und kann nur sagen, dass die 90er Jahre für uns nicht wirklich ein Überraschungserfolg im Sinne von Verkauf von Fotografie war. Das ist aber auch nicht in allererster Weise das Interesse an der Kunst, dass sie verkaufbar sein muss. Kunst kann man erst durch Vermittlungsarbeit sozusagen in diesen Status bringen, sehr oft. Ne? So, das, ja, das ist, glaube ich, etwas, was meine Arbeit in den 90er Jahren auch stark geprägt hat. Ne? Ja, los, sonst steige Alex, ich ein. Ja. Mhm. Im Vorgespräch hatte ich ja auch gefragt, welche aktuellen Trends siehst du? Und da hast du ja darauf geantwortet, dass Trends für deine Arbeit eigentlich keine Rolle spielen. Und das tut jetzt ja zwischen den Zeilen auch wieder so aufschimmern. Vielleicht können wir das ein bisschen mehr einkreisen. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ihr bewusst aussucht, mit welchen Künstlerinnen ihr zusammenarbeiten wollt. Und auch dann wahrscheinlich wie andere Galerien auch einen bestimmten Bestand von Sammler, Sammlerinnen habt. Und worin besteht dann die eigentliche Arbeit? Du hast gesagt, die Sammler können zu dir kommen, man kann dort sehr viel Zeit mit der Kunst verbringen. Was ist der Unterschied, jetzt zu euch zu gehen, in die Galerie und mir die Kunst anzuschauen und ins Museum zu gehen? Was leistet ihr, was das Museum nicht leistet? Ja, die Frage ist, wenn es um fotografische Ausstellungen geht, etwas schwierig, weil wenn wir kleinere Fotografien wie zum Beispiel Evelyn Hofer zeigen, dann können auch wir recht viel zeigen. Dann sind unsere Räume, die ja großzügig sind, schon auch sehr groß. Und dann kriege ich eben durchaus zu hören, naja, das sei ja eine museale Ausstellung. Das heißt also, Kuratoren, die ich in die Galerie hole, um anzuregen, doch mal über das Werk im Sinne einer Ausstellung im Museum nachzudenken, winken dann ab, weil das haben sie ja jetzt gerade schon gesehen. Ne? So, wir machen ja trotzdem unsere Ausstellung. Ein Riesenunterschied für mich, also auch unsere Ausstellungskooperation mit den Museen. Jetzt zum Beispiel wird im Sommer im neuen Museum für Kunst und Design in Nürnberg eine große Hofer- und Lindner-Ausstellung geöffnet, die wirklich nochmal neue Perspektiven auf das Werk von Evelyn Hofer, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, wirft. Der Unterschied ist der, natürlich kann ich Stunden und Stunden im Museum verbringen. Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass ich ein Werk auswählen und mitnehmen kann. Und das ist ein Luxus und das ist natürlich ein Gewinn und das ist eben auch etwas Besonderes, was wir als Galerie natürlich in weiten Teilen liefern können. Zumal wenn Menschen sich unter Umständen frühzeitig engagieren und entscheiden und eben einfach auch noch einen breiteren Zugriff haben, ne? So, weil sie eben nicht die etablierten Positionen kaufen wollen, müssen, sollen oder so, sondern einfach mit anderen Beweggründen auf Kunst, auf Fotografie zugehen. Okay, also es war zum größten Teil schon alles die Antwort auf die Frage, die ich eigentlich hatte, nämlich wo der große Unterschied ist zwischen einer Galerieausstellung und einer Museumsausstellung. So, nur hast du ja gerade selber gesagt, ihr macht es dann trotzdem, ne, wie bei Evelyn Hofer oder so, dass ihr den Platz auch nutzt. Außer dem Fakt, den du gerade genannt hast, ne, dass man in einem Museum natürlich nicht einfach hingehen kann, sagen kann, oh, das würde ich vielleicht doch gerne einfach mitnehmen. Obwohl, es ist eigentlich so einfach, fällt mir gerade ein. Könnte ich einfach in der Ausstellung bei euch in der Galerie hingehen und sagen, das würde ich gern mitnehmen? Für also Geld natürlich. Wir bieten ganz bewusst, und das ist auch etwas, was wir kultivieren und auch nach außen bringen. Wir bieten Werke an. Ich glaube, unser günstigstes Werk kostet 200 Euro. Also wir haben wirklich, wir legen sehr viel Wert darauf, Kunstwerke erreichbar zu machen. Und wir haben eine ganze Reihe von Sammlern und
Menschen, die ihr erstes Werk bei uns gekauft haben. Ich erinnere noch, der allererste Verkauf von Lucinda Devlin, einem Werk von Lucinda Devlin, war eine Studierende, die das dann über, ich weiß nicht, 5, 6 Jahre abklapperte, ne, so, weil sie es eigentlich gar nicht hatte, das Geld, aber das Bild unbedingt haben wollte. Und das kostete 2.100 Mark und das hat eben ein paar Jahre gedauert. Das haben wir eben möglich gemacht, weil wir das einfach imposant fanden, dass jemand diesen Schritt so keck tat. Ne? Also das ist schon irgendwie toll, das ist ja auch eine Wertigkeit als solches. Man kann vielleicht nicht alles haben, was ja auch ein Glück ist, dass man Entscheidungen treffen muss. Aber man kann gerade in der Fotografie, das ist ja eine der Qualitäten von Fotografie, dass sie für lange Zeit nicht sehr hochpreisig war und wenn es Motive gibt, die gefallen, man darf nicht vergessen, dass die fotografischen Werke ja häufig sehr groß sind, aber es letztlich wenige Motive sind, die es wirtschaftlich tragen und mit möglich machen. Also man konnte lange Zeit doch relativ frei und viele Entscheidungen treffen, auch mit überschaubarem Budget. Okay, eine Sekunde. Und das kann man auch heute noch. Ne? Es gibt, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es Anja Bonhoff ist. Wer macht diese schönen Stillleben? Laura Letinski oder Evelyn Hofer. Sehr dunkel. Sehr dunkles Stillleben. Fast alles nur schwarze Schale. Ein Blütenstängel drin. Ja, ich melde hier mit Interesse an. Sollte ich zu Geld kommen, muss ich mich noch mal melden. Ja, das passt sehr gut in die Wohnung. Also hier das ist super. In Bezug auf Markt, ich habe mit dem Mund fusselig geredet. Also eine meiner Tätigkeiten ist, dass ich sehr frühzeitig, wenn ich etwas entdecke, und Lucinda Devlin war ja sozusagen eine Entdeckung, und Evelyn Hofer umso mehr, dass ich das natürlich vorstelle. Ich trage das in die Museen, zu den Kuratoren, zu meinen Kontakten, die ich habe. Ich versuche das eben einfach erstmal so ganz 1:1 vorzustellen. Das oft, bevor wir eine Ausstellung machen. Ne? So und sowohl bei Lucinda Devlin als auch bei Evelyn Hofer hat das Jahre gedauert. Und dann hatte ich für beide Künstlerinnen endlich das Steidelwerk in der Hand, das Buch. Und dann zeigst du es und dann schlagen die Leute es auf und sagen, also die Menschen, denen du das gezeigt hast, schon viel früher, Jahre früher, sagen dann, ja, eine ganz große, das habe ich schon immer gesagt. Also das ist so ein Schicksal, da bin ich ja nicht frei von. Wir müssen mal realisieren, dass bis wir zum ersten Mal etwas wahrnehmen, im Schnitt 5-mal Kontakt damit hatten, haben den Namen gehört, haben ein Bild gesehen, hat irgendjemand hat darüber gesprochen oder so. Ne? Also auch mir geht das so. Wir brauchen einfach relativ lange, um etwas als überhaupt existierend zu erkennen. Ich fand es sehr schön, dass du auch beschreibst, dass du oft wirklich über längeren Zeitraum eine bestimmte Position vertrittst und nach außen erklärst, bis sie dann auch wirklich angenommen wird. Und man merkt jetzt auch im Gespräch, dass deine eigene Begeisterung dich dann über diese Zeit trägt. Was muss denn eine Fotografie haben, damit sie dich begeistert? Oh, ich glaube, das ist, wenn ich jetzt mich kurz fassen soll, die falsche Frage, weil du siehst unser sehr heterogenes Programm. Du siehst, dass wir, also eigentlich kommen wir ganz zu Anfang unseres Gespräches, hast du ja geschildert, Galerie für neue, konkrete Kunst, Film, Foto und Video, also eine klare, stringente Eingrenzung. Das können wir ja heute überhaupt nicht mehr machen. Wir gucken auf 50 Jahre, über 50 Jahre Galerietätigkeit zurück. Wir sind heute eine Galerie, die sowohl etablierte als auch ganz junge Positionen zeigt. Wir haben natürlich den Schritt auch über die Fotografie in die Gegenständlichkeit gemacht, und sind in der Weise nicht mehr runterzubrechen auf konkrete Kunst oder Fotografie. Und genau diesen Dialog finde ich ja auch spannend. Aber wenn du dir die fotografischen Positionen anguckst, und jetzt erlaube ich mir gerade mal in die 2000er Jahre zu gehen, dann kommt eben Evelyn Hofer dazu. Was hat die? Die hat vielleicht noch was mit Dirk Reiner zu tun, weil beide einen extrem klassischen Blick haben. Und beide auch für Magazine gearbeitet haben, Auftragsfotografien gemacht haben. Aber was haben die beiden jetzt zwingend mit Lucinda Devlin und ihrer Form der Fotografie zu tun, die ja
vollkommen anders aufgestellt ist. Dann kommt Thomas Floschütz ja sehr früh, wird er von mir gezeigt. Ich glaube, wir haben 2000 die erste Ausstellung mit ihm gemacht und dann in der Folge ja sehr viele andere Ausstellungen und auch seine großen Ausstellungen, zum Beispiel im Kunstmuseum in Bonn oder in Wiesbaden, begleitet und überhaupt auch mit initiiert. Wir haben so viele unterschiedliche Positionen. Mich interessiert einfach die Bildsprache. Mich interessiert an Bildern generell die Aussagefähigkeit, die Aussagekraft, die sie haben, die ja, wenn sie wirklich treffend ist, nicht durch eine andere Sprache zu ersetzen wäre. Also man spricht im Sinne von Max Imdahl, der das so formuliert hat, von der Unersetzbarkeit des Bildes. Also dass die Aussage wirklich jetzt nicht durch Sprache, durch Lyrik, durch Musik, durch Tanz ersetzt werden kann. Und das sind für mich Momente, die ich sehr besonders finde. Außer Boris wollte gerade rein, aber ich habe eine Frage genau dazu, nämlich, dass mir aufgefallen ist, wenn man sich euer Galerieprogramm anschaut, beziehungsweise die Künstlerinnen, die ihr vertretet, dann sind die Arbeiten ganz oft Einzelbilder. Das war, natürlich habe ich nicht jede einzelne, es wird natürlich auch andere Sachen geben, aber jetzt das Beispiel, ne, hängt ja auch hinter dir, Simone Niebeck. Da habe ich kurzzeitig gedacht, wo ist eigentlich die Grenze zwischen einer Persönlichkeit, die man in der Dokumentarfotografie sehen würde, zu einer Künstlerin, weil sie da so ein bisschen raustritt, weil in der Dokumentarfotografie wird hauptsächlich in Serie gearbeitet, also es wird über einen längeren Zeitraum erzählt mit mehreren Bildern. Und in dem Moment, wo das in einer Galerie passiert, habe ich das Gefühl, wird das Einzelbild, also ist der Fokus sehr stark auf dem Einzelbild. Also wo ist da die Grenze zwischen, gibt es diese Grenze überhaupt zwischen Dokumentarfotografie und Kunst und wie verkauft man sowas? Also für Dirk Reinertz haben wir gesagt, dass es ein Fotograf ist, der eben aus, ist ein Autorenfotograf, der ein wirklich künstlerisches Auge hatte. Evelyn Hofer hat es für sich abgelehnt, Künstlerin genannt zu werden. Aber sie hat eindeutig, obwohl beinahe alle ihre Werke Auftragsarbeiten sind, ein unglaublich künstlerisches Auge. Also ihre Bildsprache, ihre Farbsensitivität, ihre Fähigkeit zu komponieren im fotografischen Bild, die entsprechen eben sehr der Malerei zum Beispiel. Ne? Also das sind Elemente, die wir in der Malerei, denen wir auch in der Malerei begegnen. Beide sind hervorragende Technikerinnen gewesen. Ne? So, also beide sind wirklich extrem vertraut mit dem, was sie da tun, bis dahin, dass sie wirklich auch wissen, was in den einzelnen Entwicklungsschritten passiert. Beide, also Dirk Reinertz ist ja jemand, der fantastische Handabzüge gemacht hat. Das heißt, sie haben ein absolutes Bewusstsein für das Objekt Fotografie gehabt. Trotzdem haben beide aber auch in Themen gearbeitet. Lucinda Devlin, die sicher immer künstlerisch unterwegs war, hat eine dokumentarische Fotografie. Also ihr sprecht von Dokumentarfotografie. Ich dachte, die gibt es eigentlich gar nicht. Also außer mich hier, ich habe das ja gerade gesagt. Müssen wir Boris ausnehmen. Sprechen und natürlich die Serie The Omega Suites, aber auch die Lake Pictures zum Beispiel, haben natürlich die Qualitäten dessen, was wir von Dokumentarfotografie erwarten würden, wenn es sie denn gäbe. Sie berichten über etwas, wo ich nicht hinkomme, was ich nicht sehen kann, was vielleicht heute ja hoffentlich auch schon vergangen ist. Ne? So, das ist alles enthalten, aber sie hat doch auch die Radikalität und den Blick und die konzeptuelle Stringenz einer künstlerischen Position. Also ganz eindeutig ist sie eben Künstlerin. Und wir werden im März kommenden Jahres in der SK-Stiftung ihre Retrospektive eröffnen, wieder mit einem Steidelbuch begleitet, zusammen mit Gabriele Konrad-Scholl und ihrem Team. Da bin ich total gespannt drauf. Also wir können jetzt akut daran gerade nicht arbeiten, aber ich freue mich drauf, wenn wir im Mai loslegen können, da konzeptuell auch reinzugehen. Wir haben sehr viele Werke von ihr da. Das wird einfach eine Wonne. Wenn wir jetzt aber zu Thomas Floschütz gehen, dann haben wir eindeutig einen Künstler, der sich der Fotografie bedient. Er macht gar nichts anderes. No, also er arbeitet immer mit Fotografie, aber es ist eindeutig ein Künstler. No, so.
Die Laura Detinski mit den hellen Stillleben, ich erwähne das, weil ich hoffe, dass du dich erinnerst, das auf der Webseite gesehen zu haben, macht auch Auftragsarbeiten, aber hat eindeutig eine sehr eigene künstlerische Sprache. Anja Bonhof, die in Indien Projekte entwickelt, die dort konzeptuell ausarbeitet und teilweise über Jahre mühseligst verfolgt. Tracking Gandhi zum Beispiel hat sie von 2013 bis 2021 dran gearbeitet. Ein fantastisches Projekt. Ein fantastisches Projekt, für das sie um die Welt gereist ist. Das berichtet natürlich im Sinne vielleicht des dokumentarischen Fragezeichen, aber auch historisch über die Lebensstation Gandhis mit Texten, die sie selber geschrieben hat. Also immer auch eine Ausweitung. Vielleicht kann ich ja noch eine Frage anschließen, die ich vorhin auch schon stellen wollte. Meine Frage vorhin war, gibt es denn etwas, was deine Sammler verbindet, die sich für Fotografie interessieren? Und sehen die so aus wie Alex, der jetzt sagt, er möchte die ins Stillleben haben? Und stellen diese Sammler überhaupt diese Frage, die Alex gestellt hat? Ist das jetzt Dokumentar? Ist das Kunst? Ist das... Ich wollte da nicht so trennen. Mir ging es um was anderes. Welche Fragen stellen die Sammler für Fotografie? Also, ich mache unheimlich gerne Ausstellungen, in denen ich zum Beispiel drei Ausstellungen, wir haben ja wesentlich drei unterschiedliche Raumbereiche bei uns in der Galerie. Ihr müsst mal vorbeikommen, ihr seid herzlich eingeladen. Obviously. Und wir nutzen diese drei Ausstellungsbereiche immer wieder als Einzelausstellungsbereiche, die parallel zueinander laufen. Und was ich einfach unheimlich spannend finde, ist, dass ich damit einen Dialog herstelle, nicht nur zwischen den Werken der unterschiedlichen Künstler, also auch den ganz unterschiedlichen Kunstwelten oder Fotografiewelten mit Kunst, sondern dass ich damit eben auch Sammlerinnen in die Galerie hole, Kuratorinnen, die vielleicht für das eine kommen und sich dann doch mit dem anderen auseinandersetzen, was sie aber nicht als Anlass für einen Besuch genommen hätten. Auch so, also der Profit davon, dass wir in der Kunst sozusagen seit den 90er Jahren diesen Hype Fotografie auch kennengelernt haben, also in der klassischen Kunstwelt, und dass das jetzt alles im Mix gezeigt wird, also dass das wirklich sich durchdringt, das ist schon ziemlich produktiv, weil die Bildwelten ja in weiten Teilen auch sehr intensive Aussagen machen, wo man jetzt gar nicht mehr sagen kann, das kann jetzt nur noch in, also wo sich das wirklich überkreuzt und verschränkt auch. Und unsere Sammler haben sich durch mein Engagement für Fotografie durchaus inspirieren lassen. Da sind einige bei, die das nie für möglich gehalten hätten, dass sie sich mal für Fotografie interessieren würden. Das hat auch teilweise Jahre gedauert, bis sie diesen Schritt gemacht haben. Aber das darf ja dauern. Das ist ja jetzt kein Nachteil. Wie auch Sammler der Fotografie sozusagen in die Kunst gegangen sind. Also auch da weichen die Grenzen aus. Aber wir arbeiten zum Beispiel mit Antje Dorn, die sowohl malt als auch Fotografie zeigt und in dieser Fotografie aber ihre eigenen Objekte fotografiert. Die Objekte als solche sind sehr witzig. Das ist zum Beispiel eine Kollektion von Kameras, die sie gebastelt hat. Ja, und die sind gerade witzig, zuschaut. Aber die Objekte die gerade zuschaut. Antje Dorn kam gerade hier herein. Sehr schön. So, wir haben eine erste Frage aus dem Publikum. Wann mit Ihrer Meinung nach Fotografie zur Kunst? Uhuhu. Wenn es ein wirklich überzeugendes, gutes Bild ist. Und das kann es aus unterschiedlichen Gründen sein. Wir kennen Werke, die einfach, wo es den Fotografierenden gelungen ist, einen Moment so einzufangen, dass er wirklich emblematisch für etwas sehr Spezifisches stehen kann. Das kennen wir aus der Kriegsfotografie zum Beispiel. Ne? Und so, aber das kennen wir aus vielen Bereichen. Und das andere sind natürlich Fragen der thematischen, konzeptuellen Stringenz, einer gestalterischen Fähigkeit. Mir selber sind bei allen ephemeren Tendenzen, die wir heute kennen und die wir ja durchaus auch schätzen lernen, auch die Fotografien als Objekt wichtig in ihrer kompletten Vielfalt und ständigen Veränderung auch bezüglich der Printtechniken,
die sich ja fortlaufend verändern zum Beispiel. Ich wollte gerade eben, okay, Martin Vollmann fragt, hängen wir hinten dran die Frage. Ich wollte gerade eben, um das jetzt, ich muss das jetzt mal klarstellen, gar keine so eine Diskussion über den Begriff Dokumentarfotografie. Das ist, sobald man das Wort sagt, scheinen alle das definieren zu wollen. Das meinte ich damit gar nicht. Mir ging es eher darum, dass ich das Gefühl hatte, wenn wir über Kunst reden, und das ist keine Definition, sondern nur eine Idee davon, dass man sehr schnell über Einzelarbeiten spricht, weil die sich auch einfacher verkaufen lassen. Also das ist ein einzelnes Bild und das lässt sich verkaufen. Wohingegen, okay, ja, gerne reingrätschen, ja, dafür sind wir ja hier. Ich stelle ja auch die einfachen Fragen extra, wo man auch einfach sagen kann, so erzähl nicht so einen Quatsch. Es ist in dem, was ich so sehe, habe ich das Gefühl, dass in den letzten 15, 20 Jahren kaum noch Einzelbilder produziert werden, auch im Bereich der künstlerischen Arbeiten mit Fotografie, ohne Fotografie, also kaum noch Einzelwerke erarbeitet werden, sondern dass man eher Künstler oder Künstlerin über das Oeuvre kennt und nicht über das Einzelbild. So, und darauf wollte ich gerade eben eigentlich hinaus, ob man in einer Galerie, wo es auch, muss man nicht drum herum reden, dass es einfach auch darum geht, Dinge zu verkaufen. Man ist ja dazu da, nicht nur die Künstler zu promoten und zu sagen, was sie machen und auch den Inhalt an den Mann zu bringen, sondern am Ende geht es auch darum, Bilder auch zu verkaufen. Sonst kann man nicht überleben in einer Galerie. Oder sehe ich das anders? Sehe ich das falsch? Natürlich. Also ich meine, ich weiß nicht, was du dir vorstellst, wie eine Fotografin, ein Fotograf die Entwicklung ihres Werkes finanziert. Also das kann man natürlich kofinanzieren, indem man jobben geht oder auch Jobs annimmt. Das finde ich auch legitim, das finde ich auch eine immer wieder sinnige Methode. Aber letztlich, ich habe es vorhin schon gesagt, sind es oft wenige Motive, die ein großes Werk möglich machen. Ne? So, und das andere ist, es wäre doch auch wahnsinnig schade, wenn wir alle diese Kunstwerke nicht haben können. Also ich lebe wahnsinnig gerne mit meiner Kunst. Das ist für mich wirklich eine absolute Bereicherung. Ich bin ein visueller Mensch und möchte das gerne um mich haben. Und so, das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und das geben wir an andere weiter. Andere dürfen daran partizipieren. Das tun meine Kolleginnen, meine Kollegen. Aber da gibt es ja viele Möglichkeiten, Kunstvereine und so weiter. Was die Serie und das singuläre Bild angeht, ich glaube, dass in Serien dass wesentlich die meisten Bilder auch die Potenz haben, als singuläres Bild zu funktionieren. Und ich nehme zum Beispiel auch wahr, dass viele Künstler sehr wohl in der Lage sind, ihr Werk dann auch gehen zu lassen in die Rezeption oder auch in die Arbeit anderer, die damit ganz anders umgehen, ganz andere Momente darin erkennen, sehen, Bedeutung zuordnen, als sie selber das vielleicht gemacht hätten. Ne? So, das heißt, die Potenz einer Serie ist das eine und die Potenz des Einzelbildes ist natürlich das andere. Fotografen oder Fotografinnen arbeiten ja eben sozusagen auch mit einem Suchenden, einem Untersuchenden, einem erkennenden Auge, das sie mit sich tragen. Sie isolieren ja auch etwas. Und ich finde diese Serien sehr häufig in ihrem Narrativ spannend, aber auch in ihrer Untersuchung, Durchdringung von Aspekten. Das finde ich bei Thomas Florschütz zum Beispiel ein wichtiges Moment. Ne? So, wir haben in der Galerie nur als kleine Empfehlung im vergangenen Jahr die Ausstellung Grenzfälle des Raumes gemacht mit 5 Werken von 5 Künstlerinnen, die alle absolut unterschiedlich sind. Es ist kein fotografisches Werk dabei, trotzdem würde ich euch das gerne empfehlen, weil hier sieht man jetzt einfach nochmal, dass das alles Werke sind, die scheinbar, die einfach den Raum sprengen, im wahrsten Sinne des Wortes, die einfach in ihrer Dimension schon groß sind, attackierend sein können über den Sound und so weiter. Das heißt also, wir machen hier eine Ausstellung, wir haben ja eine Ausstellung gemacht, die jetzt nicht wirklich zuallererst angelegt war im Sinne von, hi, kauf mich, kannst mich mit nach Hause nehmen. Und trotzdem haben wir aus dieser Ausstellung Werke verkauft. Also trotzdem war diese Ausstellung auch in dem Sinne erfolgreich. Mhm.
Boris. Wir haben ja eine Anfrage von jemandem, der zuschaut und mit reinkommen möchte. Maria Franziska von Hasselbach. Einem von euch bekannt? Nope. Niemanden? Ist doch super. Sorry. Wollen wir mal hier Wildcard machen und dann schauen wir mal, was passiert. Die Frage von Martin Vollmann habe ich noch im Hinterkopf. Ja. So, Maria Franziska, das Einfachste für mich ist, wenn du nochmal eine Anfrage stellst. Oder aus Versehen draufgekippt. Oder aus Versehen draufgekippt. Also, wenn du nochmal eine Anfrage stellst, klicke ich drauf. Wenn es ein Versehen war, dann nicht mehr. Ich würde gerne nochmal zu meinem... Ich würde vielleicht parallel nochmal die Frage nach dem singulären Werk auch angehen. Sehr gerne. Malerei oder Skulptur arbeiten oder reden sind ja auch das Werke, die in einem Kontext entstehen. Und die selten ist es so, dass nur diese eine Arbeit entsteht. Es sind eigentlich immer viele Arbeiten, die entstehen, weil ja der Gedanke, die Idee, das Material sozusagen auch ergründet werden will. Unter anderem. Und insofern nehmen wir das in der Malerei oder in der Skulptur vielleicht nicht als Serie wahr. Es ist ja auch nicht im klassischen Sinne zwingend eine Serie. Aber um hier nochmal auf Antje Dorn zurückzukommen, sie malt tatsächlich in Serien. Sie malt in Serien und tut sich auch sehr schwer, aus diesen Serien Einzelbilder rauszunehmen. Andere Künstlerinnen arbeiten halt in Gruppen und trotzdem entsteht dieses singuläre Werk. Also diese vielleicht, wenn man sich löst von dem Blick, von dem Thema Serie oder der thematischen Arbeit, dann stimmt das eigentlich auch für viele andere Aspekte in der Kunst, in der bildenden Kunst. Vielleicht muss ich die Frage auch ein bisschen konkretisieren. Also, dass natürlich Künstlerinnen in Serie arbeiten, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Meine Frage war konkret, wir reden ja, also grundsätzlich ist das Thema Fotografie und Markt, natürlich darüber, wer denn, also ganz konkrete Frage, du kannst auch einfach nur Ja und Nein sagen, dann können wir direkt weitermachen. Werden denn auch ganze Serien gekauft bei euch oder wird, okay. Ja. Gut. Ja, wir haben ja sogar die Omega Suites zweimal komplett als Serie verkauft. Unter anderem an die Kunststiftung der DZ Bank. Ich meine, das muss man sich mal, also das ist wirklich ein radikaler Schritt damals von Frau Sabau gewesen. So, das ist schon einfach, ja. Okay. Geht für sich. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Ich würde jetzt noch die Gelegenheit nehmen, wirklich mal über die Paris Photo zu reden. Wir haben Martins Frage immer noch nicht gestellt. Da gibt es doch jetzt die vierte Person. Wo ist sie? Wo ist die vierte Person? Sie hat keine Anfrage mehr gestellt. Ich glaube, das war ein Versehen und sie hatte dann irgendwie Angst, dann nochmal reinzukommen. Aber Fragen, wie gesagt, in die Kommentare. Und wir sind auch immer offen für die vierte Person hier. Mhm. Die Paris Photo. Jetzt gehört er ja zu den, ich glaube, 10 deutschen Galerien, die auf der Paris Photo sind. Gewesen sind, letzten November. Man hört ja immer, es sei so wahnsinnig schwer, dort aufgenommen zu werden. Man hat dann oft mehrere Jahre, wo man irgendwie anklopft, sich vorstellt, essen geht, bis es dann wirklich funktioniert. Ich habe gesehen, eine der ältesten Infos, das ihr auf der Paris-Foto aufgestellt habt, das war noch 2008, wo es noch am anderen Ort war. In welchem Jahr wart ihr zum ersten Mal auf der Paris-Foto? 2000 oder 2001. Ja, war das damals auch so schwer, dort reinzukommen oder war das leichter als heute? Nee, die haben uns, der Guillaume hat uns angerufen und gefragt, ob wir nicht mitmachen wollen. Ingo, du stellst eine Anfrage oder ich lade dich ein. Möchtest du denn reinkommen? Wenn du reinkommen willst, kannst du unten in deinem Menü eine Anfrage stellen. Stimmt, vielleicht war er gerade eben mit seinem zweiten Account und es hat nicht geklappt, da hat er sich einfach einen anderen Namen gegeben. Jetzt kennen wir ja alle bei der Paris Photo das normale Messegeschehen, was ja geteilt ist. Es gibt morgens einen VIP-Zeitraum und dann gibt es nachmittags Leute mit einem Ticket, die reinkommen können. Wie ist denn für euch so der Arbeitstag gestaffelt? Was passiert denn, wenn die Messe erstmal geschlossen ist? Was passiert hinterher? Arbeitet ihr weiter in den Abend hinein? Gibt es private Essen? Kannst du uns darüber mehr erzählen, während ich versuche, Ingo reinzuholen? Ja, wir verabreden uns. Früher habe ich mich auch zum Frühstück verabredet. Dann war ich auf der Messe. Früher war das ja so, dass das erst um 12 begann. Hi Ingo, du siehst aber sehr gemütlich aus. Ja, ich habe heute einen ganz schweren Tag gehabt und
weil ich sozusagen zu Hause und... Mensch, Ingo, was meinst du, was wir gehabt haben? Ja. Ingo, du bist also reingekommen, um zu sagen, dass du einen schweren Tag gehabt hast. Und dir dabei liegend durch die Haare zu fahren. Ich habe heute einen sehr schweren Tag gehabt. Das hast du gut. Schön. Ingo. Aber ich würde ganz gerne nochmal eigentlich da anschließen, halt letztendlich, wo Boris im Prinzip auch angesetzt hat. Dieser Talk heißt ja Fotografie und Markt, künstlerische Fotografie, okay, Fotografie und Markt. Und du hast es ja auch sehr, sehr schön irgendwie beschrieben, Susanne, wie viele Jahre letztendlich du natürlich diese Dinge irgendwie in gewisser Weise verfolgst. Wir wissen auch, dass es natürlich, behaupte ich jetzt mal, auch eine Hochzeit für das Verkaufen von Fotografie, welcher Gestalt auch immer war. Und dass es jetzt eben halt einfach auch immer wieder heißt, naja, die Hochzeit der Fotografie sei in gewisser Weise vorbei, was, sagen wir mal, auch den Verkaufserlös in vergangenen Zeiten angeht. Aus deiner Perspektive, und sicherlich spielt da auch die Paris Photo eine ganz, ganz wichtige Rolle, da geht es letztendlich um Umsätze, die man irgendwie in gewisser Weise macht, natürlich auch um Vermittlung, aber am Ende sprechen eigentlich die Zahlen eine wichtige Rolle. Siehst du das aus deiner eigenen Erfahrung und Perspektive genauso, dass Fotografie jetzt gerade 2022 schwieriger zu verkaufen ist als vielleicht irgendwie 2002? Also diesen Schritt jetzt zu machen, das fällt mir ein bisschen schwer, weil wir ja 2002... Ja, das kann ich jetzt einfach so ohne eine genaue Betrachtung gar nicht sagen. Also wir haben nicht diesen hard-selling Aspekt, wo wir die Dinge raushauen und so. Das ist bei uns so nicht der Fall. Aber was ich sagen muss, ist, dass wir insgesamt natürlich einfach eine relativ schwierige Zeit haben. Also es ist gespalten. Ich kann das gar nicht so straight beantworten. Ich finde, dass die Paris Photo zum Beispiel extrem wichtig ist und hier an dich als jemanden, der Ausstellungen kuratiert, für die Gespräche mit den Leuten, die in Museen oder auch in den Magazinen tätig sind, die also sozusagen nochmal eine andere Ebene mit hineinbringen. Das ist für mich zum Beispiel ein Ort, wo ich ganz kostbare, wichtige Kontakte gemacht habe. Und der Unterschied zu der Paris Photo im Louvre, da können wir einfach nicht mehr hin, da wollen wir auch nicht mehr hin. Trotzdem habe ich die Zeit dort wirklich geliebt. Das war wirklich fantastisch, weil das eine überschaubare Größe war und man all diejenigen, die sich beim ersten Mal für etwas interessiert hat, garantiert dreimal gesehen hat. Und sie sind dann zurückgekommen und haben sich Dinge wieder angeschaut und sind auch wirklich nochmal und nochmal ins Gespräch gegangen, um dann eine wirklich klare Entscheidung zu treffen. Du hast diese Situation und das finde ich jetzt eben auch ein Riesenunterschied. Nicht mehr, seitdem wir im Grand Palais waren, weil da sozusagen die Menge, die schiere Menge der Ausstellenden und auch der Räumlichkeiten, die Größe der Räumlichkeiten, das auch gar nicht mehr zugelassen hat. Die Leute sind dann einfach irgendwann erschöpft, wenn die ein zweites Mal kommen, dann, weil du sie schon kennst. Also die Form der Kommunikation in einem solch großen Event ist vollkommen anders. Zudem ist alles natürlich sehr viel eleganter geworden. Und wir haben die vielen Galerien, die gar nicht ursprünglich mit der Fotografie zu tun hatten. Wir ja auch nicht. Ne? Also wir sind auch keine reine Foto-Foto-Galerie. Aber die das eben aus solchen marktstrategischen Gründen mit aufgenommen haben. Da trifft das zu, was du gerade geschildert hast, Ingo. Gleichzeitig ist das aber so, dass wir eine Vielzahl von Sammlerinnen haben, die eben die Fotografie über lange, lange Zeit verfolgen und einen Schritt nach dem anderen machen und im Rahmen ihrer Budgets immer wieder große Entscheidungen treffen, auch wenn es vielleicht ein kleiner, für uns relativ gesehen kleiner Betrag sein kann. Das ist ja wirklich relativ. Ne? So, wir machen aber auch die Erfahrung, dass Entscheidungen natürlich nach wie vor in Museen auch für Sammlungen getroffen werden. Ich finde das schwer zu sagen. Wir gehören nicht zu den Playern im Markt, die das Big Business sozusagen forcieren. Wir sind seit 2014 nicht mehr auf der Art Basel, obwohl ich 2015 einen Stand zugesagt hatte. Den hatte ich fest. Und den habe ich 2015 abgesagt,
weil ich das so deprimierend fand und auch so belastend fand, auf diesem Level von Ausgaben, die man da produziert und hat. Wir hatten 2014 den Wechselkurs Crash, also die Schweiz wurde plötzlich für uns, ich glaube, 30-40% teurer. Und wir hatten eine Preissteigerungssituation, die wir in dem Jahrzehnt vorher überhaupt nicht gesehen haben. Ne? So, das heißt, du hast einen unglaublichen Input gehabt, bist aber mit deinen mit den Künstlern dorthin gekommen, die selbst, wenn sie Richard Serra heißen, immer noch moderat im Preis waren. Und für mich war es dann einfach die Grundsatzfrage, will ich jetzt mit meinen Künstlerinnen, meinen Fotografinnen dort aufschlagen und eine amerikanische Nummer ziehen, also richtig teuer werden, was man eigentlich dann tun muss, weil man diese Messe bezahlen muss. Und weil man natürlich auch sozusagen mit diesen ganzen amerikanischen Verhältnissen konfrontiert wird. Oder glaube ich an meine eigene Kultur. Und Deutschland hat eine der wunderbarsten Kulturlandschaften. Wir haben Kunstvereine in jedem einzelnen Dorf. Wir haben Ausstellungshäuser, private Museen, natürlich die öffentlichen, kommunalen, Landes-, Staats- und ich weiß nicht was, Museen und Institutionen. Wir kennen die Unternehmenshäuser, die engagierte Arbeit leisten. Wir haben eine unglaublich tolle, breite Sammlerschaft, die sich über lange, lange Zeit sehr seriös, sehr mutig und auch sehr kontinuierlich beteiligt. Es gibt einen guten Grund dafür, dass keine der Megagalerien eine Dependance in Deutschland gründet oder gegründet hat, sondern die großen Galerien sind vielleicht von ihren Anfängen schon her hier gewesen immer. Aber es gibt ja keine Gründung. Wir sehen kein Gagosian, wir sehen kein Hauser Wirth in Deutschland, weil Deutschland einfach wirklich eine in sich wirklich schlüssige Situation hat. Und wenn du jetzt auf den Markt zurückkommst, dann ist für mich die Grundsatzentscheidung, möchte ich jetzt an meine Kultur glauben und bin ich zufrieden damit, mit dem, was wir hier erwirtschaften, denn davon können wir alle leben, davon können wir alle wunderbare Werke schaffen. Oder denke ich mir, ach, gibt's der, wie sagt man, ist mir doch egal, ich kann da hinten viel mehr abgrasen, ich gehe mal über den grünen Zaun und mache dann bei dem Big Deal mit. Daran glaube ich nicht. Das war nicht meine Position und ist sie auch heute nicht. Für mich ist das zum Beispiel eher so, dass ich denke, dass der Grand Palais und im Grand Palais Ephemère ist das etwas abgemildert. Das finde ich angenehm, muss ich sagen. Es ist nicht schicker, aber das finde ich angenehm. Also im Grand Palais kann man auch vor lauter Eleganz gähnend wieder sich umdrehen und rausgehen. Also ich finde, dass eben da eine Bühne geboten wird auf Ebenen, die mich da nicht mehr wirklich interessieren. Ne? So, wo ich auch die Entdeckerlust bei den Menschen vermisse, die dort das klassische Publikum früher waren. Ich muss ganz kurz, ich bin ja immer derjenige, der auf die Uhr gucken muss. Ja. Wir haben kurz vor 10, das heißt, Instagram könnte uns in 2 Minuten einfach den Saft abdrehen. Nein. Was? Doch? Fangen wir nochmal an, wie wär's? Achso, wir steigen nochmal komplett neu ein. Ja gut, dann muss ich meinen Zettel nochmal neu schreiben. Aber es gibt eine Frage noch, die ich Susanne gerne noch stellen möchte, diese letzten 2 Minuten. Vielleicht ist es genau richtig, weil vorhin kam sozusagen ein Post, der fragte, wie du eben halt einfach die fotografische Szene im NRW siehst. Ich würde jetzt nicht unbedingt auf diese Frage hingehen, aber du sitzt ja nun halt einfach mit deiner Galerie vor den Toren vor Essen und vor den Toren vor Düsseldorf. Das heißt, letztendlich würde ich ganz gerne von dir ein Statement... Ich kann es dir sagen, ich finde, dass Essen die nachweisbar und sehr sichtbar historisch gewachsenen Strukturen hat, die sehr vielfältig sind, die sehr breit aufgestellt sind, die wesentliche Bereiche der Fotografie, auch nicht künstlerischer Fotografie gehen, die für mich auch einen Ort anbieten, wo ein zukünftiges Gebäude stehen kann. Also das ist für mich die wirklich glaubwürdige Situation, während ich in Düsseldorf sehe, dass da einige Institutionen ganz... Das ist nicht unsere Diskussion. Nee, okay, alles klar. Alexander, was ist los? Nichts. Nicht übers Fotoinstitut. Achso, nicht übers Fotoinstitut. Jetzt habe ich es gesagt.
Aber es jetzt habe ich es gesagt. Natürlich auch zu der Frage des Marktes und sicherlich ist man wie zum Beispiel die Galerie M und auch mit Susanne, die sich natürlich auch um Fotografinnen und Fotografen kümmert, auch Nachlässe, wir haben Hofer gehört, Dirk Reinhardt, all diese Dinge beschäftigen da natürlich und das Tolle ist halt vorbei. An der Galerie M und natürlich an Susanne ist die Tatsache, dass sie sich als jemand versteht, die über das Galeriewesen hinaus auch natürlich ganz explizite kuratorische Arbeit leistet und somit sozusagen irgendwie auch die Synergie zwischen Museum und Galerie irgendwie herstellt. Insofern hätte mich natürlich schon auch interessiert, wie jemand, der vor den Toren halt einfach dieser Standorte steht, wie sie das von ihrer Seite aus beachtet. Aber gut, also Vorschlag. Wenn Susanne hat ja angeboten, dann machen wir es einfach nochmal an. Ja, also wir haben okay. Das noch nie gemacht. Wir können jetzt einfach mal in die Verlängerung gehen und diese Fragen noch beantworten. Susanne, wenn du noch Lust hast und ich Energie, Lust, ja, dann mache ich jetzt einfach hier zu, mach wieder auf und lade euch alle ein und dann haben wir da noch ein bisschen Zeit, miteinander zu reden. Bis gleich. Bis gleich.